Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal wieder ein kleiner Vlog, nicht aus dem Auto, hat nicht geklappt, weil meine Freundin war mit bei und die möchte dann halt nicht drauf sein. Und deswegen mache ich mal einen schnellen Vlog von zu Hause aus. Ihr seht, meine Backe ist immer noch dick hier. Also die sieht zwar auch dick aus, die ist es aber nicht, die ist es. Sieht man vielleicht nicht ganz, aber die ist halt noch dicke. Und schmerzt. Morgen halt den nächsten Termin beim Zahnarzt. Und wenn das morgen klappt, dass ich nach dem Termin nicht so eine Backe habe, was ich denke, dass es klappt, weil ich habe gute Schmerzmittel auch mittlerweile, dann werde ich morgen Abend mit dem Blue Hunter, dem Tobi und wenn der Fokus vielleicht Bock hat und Zeit hat, mit dem Fokus Marvel nochmal online spielen. Für 2 Stunden oder so was in dem Dreh. Morgen Mittwoch. Am Donnerstagabend ist mit mir und mit Blue Hunter geplant, Dead by Daylight auf der PS4 zu spielen. Wenn ihr auch Dead by Daylight habt und mit uns Dead by Daylight zocken wollt, kommentiert einfach mal unten drunter in die Videobeschreibung, ob ihr da Bock habt und dann, dass irgendwie Daten, dass man sich irgendwie auseinandersetzen kann, irgendwie Quatsch, oder schreibt mir eine E-Mail. In der Beschreibung steht auch die E-Mail. Oder kontaktiert mich hier oder so per Facebook-Privatnachricht oder irgendwie kriegen wir das schon hin, dass man dann sich die Daten austauschen kann, PSN und sowas alle, dass man dann das zusammen zocken kann. Und das haben wir geplant für Donnerstag, so eine Stunde, 2 Stunden, mal gucken. Und morgen jedenfalls Marvel. Ich habe den Schlüssel gerade für das eine Windspiel, das letzte, was ich gemacht habe, für HD Factory Pro. Wie heißt das Ding nochmal? HD Video Converter Factory Pro hat eigentlich gewonnen Rebecca Gruber. Ich habe Rebecca geschrieben, also unter meinem Video habe ich ihr geschrieben, bin auf ihren Kanal gegangen und habe ihr da auch eine Nachricht geschrieben, weil ich habe keine E-Mail, kein nichts, dass sie sich mal bei mir melden soll, dass sie gewonnen hat und der Code gilt nur bis heute. Ja, also heute ist der letzte Tag, habe ich ihr gestern geschrieben. Früh, Vormittag. Oder vorgestern so, ja. Vorgestern so, ja. Und da kam keine Antwort bis jetzt. Und ich den Code ablaufen lasse, habe ich mir gedacht, ich muss einen anderen Gewinner finden. Hab mein Programm nochmal angeschmissen und da hat es mir den lieben Fokus ausgespuckt. Dem werde ich euch gleich noch was vom Fokus zeigen. Erstmal ganz liebe Grüße an Fokus. Und zwar hat der dann den Code gewonnen. Ich habe Fokus auch gleich geschrieben heute. Und auf den letzten Drücker, er hat dann halt versucht, das jetzt gleich runterzuladen und den Code anzugeben. Hoffe, dass es noch geklappt hat. Für die Leute, weil viele immer sagen, ja, du verschenkst ja nur an irgendeinen, ich wähle wahllos jemanden aus. Nein, will ich nicht. Ich habe damit im Prinzip gar nichts zu tun. Ich drücke nur einen Knopf. In der Videobeschreibung mache ich euch mal einen Link rein zu TubeBuddy. Da könnt ihr mal drauf gucken. Das ist ein Programm für Firefox. Ich weiß nicht, ob es für Google Chrome auch gibt. Weiß ich nicht. Ich habe es auf dem Firefox installiert. Und das erweitert YouTube um ein paar Funktionen. Auch zum Beispiel, dass ich in dieser schwulen Glocke, wenn ich da eine Nachricht sehe, dass ich da dann direkt antworten kann und nicht auf dieses Video klicken muss und dann da drin antworten muss. Das ist halt auch nochmal ein sehr positiver Nebeneffekt davon. Und da gehe ich dann halt im Video-Manager auf das Video, wo ich sage, da ist das Gewinnspiel. Da habe ich dann so ein extra Icon für TubeBuddy, sage ich bumm. Und dann gehe ich dann halt, öffnet sich so ein Einstellungsfenster und dann sage ich halt Gewinn auslosen. Und dann rattert der da rum und sucht von den ganzen Kommentaren einen aus und zeigt mir das Bild an und den YouTube-Namen. Wenn der diejenige, die gewonnen haben, auch Facebook, Google Plus oder so, oder Twitter mit YouTube verbunden haben, also im Profil eingestellt haben, also bei Links mit dazu, wird mir das auch gleich im TubeBuddy angezeigt und dann könnte ich auch darauf direkt antworten. Hatte Rebecca Gruber nicht und deswegen konnte ich ihr nirgendwo anders schreiben, außer in YouTube. Und ja, dann habe ich halt nochmal und durch Zufall hat es den Fokus erwischt, der auch bei Marvel gewonnen hat.
Und da möchte ich euch mal was zeigen. Das ist so genial. Das, also ich will jetzt Fokus nicht in den Himmel loben, aber da können sich einige eine Scheibe von abschneiden. Ich habe ja, wie gesagt, gefragt, mit wem zocke ich Marvel? Und dann habe ich gefragt, was gibt es bei mir nicht zu gewinnen? Ich habe es auch extra leicht gemacht. Ich habe gesagt, es gibt ein Paket bei mir nicht zu gewinnen, ein Charakter und ein Kostüm. Und dann kriege ich so Antworten wie Spider-Man-Paket, wo ich vorher alle Pakete aufgezählt habe, wo ich gesagt habe, die verlose ich. Und dann müsst ihr mir auch sagen, welche Paket ihr davon gewinnen wollen möchtet. Ja, und dann kriege ich so Antworten wie ja, Avengers, Spider-Man-Paket. Und bei welchem Charakter gibt es einzeln noch oder was ich nicht aufgezählt habe? Spider-Man. Und Kostüm, X-Men, was weiß ich, Wolverine oder sowas. Nee. Ich hoffe, das ist Fokus jetzt nicht unangenehm, aber ich habe auch ein bisschen gepixelt. So. Also ich habe seinen Namen rausgepixelt. Ich habe auch hier unten seinen Namen rausgepixelt. Ich habe seinen PSN-Namen rausgepixelt. Also weggestrichen. Und auch meinen zeige alles weggestrichen. Hier, das ist von ihm die Überschrift. Und dann hat er hier auch wirklich richtig cool geantwortet. So ja, genauer als eigentlich erwartet war oder gefordert war. Dass ich es mit Blue Hunter und Green Goblin gespielt habe. Also, das ist der liebe Tobi. Auch da liebe Grüße an Tobi und an Bluna sowieso. Und die letzten 14 Minuten habe ich mit Blue alleine gespielt. Stimmt, weil wir wollten eigentlich aufhören und dann haben wir uns aber wieder mal festgequatscht und totgequatscht und dann sind daraus mal 14 Minuten geworden. Aber ihr kennt mich ja. Und dann, was es bei mir nicht zu gewinnen gibt, wo haben wir das? Da. Das War Machine. Gründerpaket hat er recht. Und Kostüme. Wo haben wir? Da. Ja, doch, die Kostüme. Mann ohne Angst von Daredevil. Und natürlich Daredevil Charakter. Daredevil Charakter ist gratis und Mann ohne Angst ist, glaube ich, auch gratis für PlayStation Plus. Ich bin mir nicht sicher. Und War Machine Paket ist PlayStation Plus exklusiv. Dafür habe ich auch keinen Code bekommen zum Verlosen. Und das hat er wirklich hier extrem geil beantwortet. Ja, was will er haben? Das Avenger oder Deadpool-Paket. Ich weiß jetzt nicht, welchen Code ich ihm geschickt habe. Irgendeinen Code davon habe ich ihm geschickt. Ich habe ja dann eine Liste gemacht und dann immer der, der richtig geantwortet hat und welches Paket er haben will. Und ich muss echt sagen, von den Leuten, die mitgemacht haben, es haben einige mitgemacht, aber ich habe nur dreimal die richtige Antwort gekriegt. Und kurioserweise von den drei Leuten, mit denen ich spiele. Fokus, Tobi und Blue Hunter. Blue Hunter hat mir gleich, nachdem ich das Video gemacht habe, hat er mir gleich im Facebook geschrieben, wo ich gesagt hatte, E-Mail arbeitet, ist egal, weil er hat ja meine Facebook-Adresse. Wir machen ja eine zusammen. Und dann nehme ich das natürlich auch so an. Und von den anderen kam dann sowas, ja, Spider-Man, der Schwarze. Nee, leider nicht. Ja, vielleicht, viele war das Spiel auch uninteressant, haben sie geschrieben und so. Aber, naja. Verlosung ist soweit eigentlich beendet. Ich habe jetzt noch einen Code über. Den werde ich dann von mir aus demnächst irgendwie an irgendwem verschenken. So, Gewinnspiele beendet. Backe tut weh. Morgen online. Ich werde die Daten natürlich unten nochmal runter posten. Ich werde TubeBuddy runter posten, damit ihr euch das mal angucken könnt, womit ich das ausgelost habe. Ich werde den Zockerkanal nochmal verlinken. Ich werde. Entschuldigung, den Zockerkanal verlinken. Was wollte ich noch machen? Mein Gedächtnis ist auch nicht das Beste. Ach, und die Daten aufschreiben, wann wir online spielen. Und ich werde einen Link zu Dead by Daylight drin machen. Dass ihr euch das mal angucken könnt. Das ist ein Horrorspiel, das will ich mit Blue, wie gesagt, spielen. Wenn ihr Dead by Daylight habt, kontaktiert mich, dass wir zusammenspielen können, weil sonst machen Blue und ich zusammen irgendwo in einer öffentlichen Sitzung mit oder so. Ja, mal gucken. Ja, das soll soweit eigentlich auch gewesen sein. Ach, noch eine Ankündigung. Ich werde jetzt versuchen, öfters mal so mit Handy, so seht ihr jetzt schlecht, da ist mein Handy, so da, werde ich mal ab und zu jetzt auch mal so ein kleines Filmchen machen, habe ich mir vorgenommen, und die auf Odins Thron mal hochladen. Also so kleine Handy-Videos, wenn ich gerade mal unterwegs bin und mir was einfällt oder so. So klein spontan oder wenn ich gerade mich mal über irgendwas ärgere oder. Keine Ahnung. Oder was Tolle gesehen habe beim Einkaufen oder erlebt habe beim Einkaufen, wie mit meiner Frau zum Beispiel. Ja, dann werde ich da kleine Videos machen und die gleich hochladen und da
online stellen. Schatzi? Darf ich das erzählen vom Einkaufen mit dem Spray, mit dem Bodylotion? Darf ich bitte? Eigentlich nicht, jetzt sagt sie ja. Wir waren vorige Woche einkaufen. Und da haben wir Bodylotion gekauft. Meine Frau holt sowieso immer Bodylotion, weil die gut für die Haut irgendwie ist. Keine Ahnung, kenne mich da nicht aus, bin Mann. Und das war Bodylotion zum Sprühen. Ja, das war Bodylotion zum Sprühen beim Roten Netto. Und das ist sonst nicht da, oder Schatzi? Nee. Ist sonst nicht da. Da waren viele Flaschen. Alles Gurke. Und eine, was war das eine noch? Nein, zwei waren da noch mit Mango. Und zwei waren es noch von Mango. Und dann hat sie überlegt, nimmt sie das mit Gurke oder nimmt sie das mit Mango? Und im Endeffekt hat sie das mit Mango genommen, mit der Begründung, weil davon ist am wenigsten da, also muss es ja am leckersten riechen und am besten sein, weil sonst hätten die anderen ja das andere mehr gekauft oder wären gleich viel weg. Und da habe ich gedacht, das ist eine Logik. Hat nicht dran gerochen oder so. Oder mal so an der Kappe gerochen. Nein, nur weil das halt wenig da ist, muss wohl besser sein als das andere. Deswegen nehmen wir das mit. Obwohl ihr Gurke eigentlich mehr liegt. Das sind so Sachen. Meine Frau haut immer das mal so eine Sachen raus, wo man sagt, Doppeldaumen hoch. Ja, und sowas will ich denn, und nicht nur sowas, auch wenn ich mit Auto unterwegs bin und mich irgendwo friege. Dann habe ich das auch in Planung, dann halt so kurze Videos zu machen und dann die halt bei Odins drohen, damit ihr da, wenn hier mal was länger dauert, da immer Nachschub habt bei Odins drohen. Den werde ich euch auch noch unten drunter verlinken. So, habt ihr, seht ihr, Nordic Walking. Ist so geil, das Ding, ey. Ist so Hammer, ey. Video werde ich euch in die Infobox verlinken, könnt ihr mal rinkicken. Von Spaß kostet, habe ich mir gekauft und noch ein paar andere. Wie gesagt, Video hier irgendwo in der Infobox. So, das war's soweit. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Wie ihr seht, mein Bart wächst und gedeiht wieder. Noch ein bisschen und dann kann man vielleicht wieder ein bisschen mehr drin ziepen. Meine Frau ist auch schon total begeistert über meinen Bart. Oder, Schatzi? Also, nicht. Ja, und ich muss ehrlich sagen, obwohl es sich komisch anhängt, ich mag Bart. Ich habe immer Bart gehabt in den letzten Jahren. Also letzten 20 Jahre habe ich eigentlich immer Bart gehabt. Und ich bin daran gewöhnt. Und jetzt, wo ich mir die Fotos angucke, wo ich den abgemacht hatte zu Schatzis Geburtstag und wir dann essen waren und so, sieht schon irgendwie gepflegter aus. Das sieht jetzt momentan echt aus wie so ein Wald- und Wiesenschrat hier. Also ich sehe aus wie so ein Wald- und Wiesenschrat, weil hier ist noch nicht ganz zu und hier ist schon dichter und hier seht ihr ja auch. Und ja, das sieht halt momentan halt noch nicht so aus, wie später aussehen soll. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich dann vielleicht doch wieder nur einen kleinen Bart mache oder nur so oder doch wieder meine Beine zippel, weil... Oder mal wieder eine Weile ab, dass ich mal ein paar Monate komplett ohne Bart... Ich bin mir da momentan noch nicht so sicher. Ich bin eigentlich willig, aber auf den Bildern sieht das eigentlich auch gut aus. Ich bin mal... Na ja, mal gucken. Ich bin mir noch nicht sicher. Ihr werdet mich ja verfolgen, ihr werdet es ja sehen. Ich werde euch jetzt erstmal hier irgendwo einen Abonnier-Button hinklatschen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kostet nichts, einfach mal drücken. Ich werde euch auch noch 2-3 Videos hier rumklatschen, was vielleicht für interessant für euch ist. Und dann hoffe ich, dass wir uns morgen Abend den 21.06. Ich muss mal Kalender aufrufen, sicher. Ja, den 21.06. um 20.15 Uhr im Zockerkanal drüben treffen. Wie gesagt, werde ich euch verlinken bei Odin Zocker. Sehen zu Marvel. Und wenn ihr da Bock habt, natürlich könnt ihr auch gerne mit dazustoßen. Ist alles kein Problem. Wenn ihr dann auch noch Bock habt, am 22., also am Donnerstag, am 22., da mache ich dann Dead by Daylight mit dem Blut zusammen. Das ist ein Horrorspiel. Also da werde ich mir bestimmt wieder einscheißen oder erschrecken, wenn ich getötet werde oder freuen, wenn ich ihn töte oder so. Das wird bestimmt eine richtig geile Runde. Ja. Dann ist noch zusätzlich Autoball auch mal wieder geplant, dass wir das mal eine Runde machen. Dass wir dann vorher mal gucken, wer alle Bock hat, dass man sich dann vorher schon mal trifft. Dann geht die Nutella-Bande da wieder an den Start.
Bis dahin würde ich mich verabschieden. Ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Lasst doch einen Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat. Ich bin dann weg. Ahoi. Sagt euer Odin.